1990 lebte ich mit meiner Familie in München, wo ich als Kameramann arbeitete. Dort hörte ich von einer Bürgerinitiative, die den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche erreichen wollte und den legendären Ruf aus Dresden verfasst hatte. Zu dieser Gruppe gehörte auch mein Freund Hans-Christian Hoch. Ich entsinne mich, dass ich damals als Öffentlichkeitsarbeitsvorstandsmitglied den Ernst Hirsch angefragt habe, weil ich wusste, er war wenige Tage vor dem Fall der Mauer aus Dresden gegangen. Und ich erinnerte mich an seine hervorragende Dokumentation und dachte, das wäre eigentlich jetzt der Punkt, ihn mal anzufragen, wenn es wirklich realistisch wäre, ob er nach Dresden zurückkäme. Und ich hörte das in München und da habe ich so wirklich fast wieder gefühlsmäßig gedacht, das Kind, der musste hin nach Dresden erstmal und muss drehen, wie die Ruine noch ist und wie die Steine unberührt sind und so. Mit der Frauenkirche verbinden mich ja nicht nur meine Filme, sondern auch sehr viel Persönliches. Ich bin 1936 in der Frauenkirche getauft worden. Mein Vater war im Ortskirchenvorstand der Frauenkirche. Er war Jurist. Und er konnte dem damals verfolgten Superintendenten Hugo Hahn helfen, als dieser von der Gestapo verhaftet worden war. Auch wegen dieser Familiengeschichte habe ich mir schon immer gewünscht, dass die Frauenkirche wieder aufgebaut wird. Man hatte sich entschieden, wegzugehen und man hat sich sozusagen abgenabelt, einen Schnitt gemacht, war hoffnungsvoll auf Neues und angekommen dann in München war es natürlich erstmal ein bisschen schwer, alles neu, alles anders, aber wir hatten, denke ich, großes Glück. Wir konnten eine Arbeit finden, wir hatten eine schöne Wohnung, es ging uns eigentlich nicht schlecht, auch Freunde waren genügend da. Und man war so ein bisschen angekommen. Wir haben eine Weile sehr spannende Arbeiten tun können. Und als dann der Ruf aus Dresden kam, da wurde mein Mann hellhörig. Da hat er gesagt, ich muss nach Dresden, ich muss die Frauenkirche, den Wiederaufbau filmisch begleiten. Und da war er der Erste, der wieder in Dresden war. Und ich hatte noch einen Arbeitsvertrag und bin praktisch ein halbes Jahr länger in München gewesen. Und bin dann aber doch auch wieder zurückgekommen. Und dann haben wir gemeinsam den Wiederaufbau begleitet mit der Kamera. Und es war eigentlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe, 13 Jahre zu erleben, wie die Frauenkirche sich, wie sie wieder entsteht und dass sie doch auch ein Mittelpunkt wird für Dresden. München, die erste mit Frau Riemann, Tape Nummer 17. Aber das ist ganz, ganz lieb. Beide Hirschens und Konrad waren ja nun in München. Und meine, nur weil man aus Dresden kommt und ein bekannter Kameramann ist, hat man noch lange keinen Job. Und hier in München gibt es, außer wenn Sie beim Fernsehen arbeiten, keine festen Anstellungen für Kameraleute, für Tonleute, das sind immer freiberufliche Leute. Aber
wir haben das dann beredet und mein Mann wollte Hirschens auch wirklich gerne helfen. Und wenn uns schon Frau Hirsch bei uns angefangen hat als Mitarbeiterin, dann haben wir gesagt, dann nehmen wir doch Herrn Hirsch. Und eigentlich, das ist eine Kombination gewesen, soweit sehe ich das jedenfalls, aus Sympathie und aus Hilfe und wir hatten einen Kameramann, nicht einen guten.